Warum hat mir eigentlich noch keiner erzählt, dass, wenn ich ein Glas mit Wasser fülle, ich das in den Topf erhitze, Mehl dazu packe, das Ganze mit einem Schneebesen verrühre, es dann vorsichtig in Tupperware abfülle, es dann für 12 Wochen in den Kühlschrank packe, nach 12 Wochen ein Blatt Salbei dazu packe, das Ganze dann wieder schüttle, das Ganze dann aus dem 3. Stock auf die Straße kippe, man dann die Treppen runterläuft, ein bisschen der Flüssigkeit mit Toilettenpapier wieder aufwischt, man das zusammenknüllt und weitere 12 Wochen in den Kühlschrank packt, man das Ganze dann in den Müll wirft, sich dann online was zu essen bestellt, man dann eine halbe Stunde später eine köstliche Pizza erhält. Ich frage mich wirklich,